Hallihallo, ihr hübschen Menschen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Brotato. Und das letzte Mal haben wir uns auf Gefahrstufe 5 versucht und heute werden wir es schaffen. Dazu würde ich gerne den Schreihals nehmen, da kommen nämlich 50% mehr Gegner und 50% mehr Gegner bedeutet 50% mehr EP und 50% mehr Stats. Zum Beispiel durch die Geisterflint. Hier seht ihr, wir stellen Gefahrstufe 5 ein. Nicht, dass ihr das auch am Ende nicht an den zwei Bossen erkennen würdet, aber ja. Hier am Anfang kommen halt jetzt richtig viele Gegner, ne? Also, da müssen wir dann natürlich so schnell wie möglich farmen. Also, es wäre richtig geil, wenn wir halt früh hier einen Upgrade für diesen Dolch kriegen. Oh, oh, kriegen wir den Baum überhaupt so früh down? Anscheinend schon. Oder, ach, immer minus 3 Ernte ist jetzt natürlich auch bitter. Oder halt, eine Axt. Sehr schön, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Oder halt eine Narbe relativ früh, ne? Dass wir auch noch mehr XP holen. Zunge wäre wahrscheinlich auch nicht bad, dass wir auf keinen Fall... das heißt auf keinen Fall. Wir werden immer Sachen liegen lassen, ne? Aber weniger Sachen liegen lassen. Schwierig, schwierig. Uah, das mit der Ernte ist natürlich super interessant. Ah, man kriegt hier schon ein bisschen Schaden. Vielleicht bräuchten wir noch den Geisterstab oder welcher da, der so Max-HP gibt für Kills. Aber ich fühle so ein bisschen mehr Gegner, ne? Mehr Power-Ups und so, das fühle ich schon ein bisschen. Wir müssen halt nur den Anfang halt echt überleben. Aber das sieht doch gut aus, größtenteils bisher. Gut, die Frage ist halt wieder, was ist, wenn die Ranges dann dazukommen und dann Welle 8 und so. Aber man muss ja auch manchmal einfach nur überleben, ne? Wir können ja einfach noch mehr Gegner holen, machen wir. Das Problem ist, dass uns tatsächlich so ein bisschen Stats fehlen hier. Das ist ein bisschen doof. Guckt euch das um. Die rennen uns halt schon runter. Also man muss hier echt gut ausweichen. Und ich weiß nicht, ob meine Waffen das Beste dafür sind. Aber an sich ist die Kombi halt insane, ne? Aber ich... Boah. Ich werde dafür halt zu oft getroffen. Das ist mein Problem. Lala. Wir können noch mehr Alien nehmen. Oh oh. Falls ihr euch übrigens wundert, warum die beiden Waffen upgradet sind. Ich finde es bei den Geisterwaffen irgendwie cooler, die direkt abzugraden. Das ist jetzt natürlich für den Anfang ein bisschen doof. Aber dass die Waffen sich nicht ja gegenseitig die Kills klauen. Und ja, ich bin tot. Cool. Vielleicht sollte ich das anders angehen. Aber ich will die Taktik hier durchziehen und die werden wir auch durchziehen. Hier wäre die Narbe, das ist ja schon mal was. Aber es sind einfach zu viele Gegner. Ich komme nicht hinterher. Ich glaube, es wird Zeit für eine andere Taktik und ich weiß auch schon wie. Und wir werden dafür den Einarmigen nehmen und unsere Power hochpushen. Mit einer Geisteraxt. Wenn das nicht der ultimative Plan ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, wirklich nicht. Das muss klappen. Es dürfen auch gerne mehr Gegner spawnen, okay? Ich möchte ganz viel von euch farmen. Also der Anfang wird kein Problem sein. Aber wir werden natürlich relativ schnell bei Level 8 merken, ob es 1 wird oder nicht. Aber ich bin guter Dinger. Und direkt können wir hier mehr Gegner spawnen. Sehr schön. Dann kommt mal ganz schön her hier. Viele Gegner und so. Aber das Gute ist, wenn wir nur eine Waffe haben, die wir upgraden und die dann hoffentlich uns irgendwann carried, dann könnten wir uns theoretisch komplett auf Stats fokussieren, ne? Deswegen hoffe ich da, dass das irgendwie was bringt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das ist so der Gameplan. Und mit der Waffe fahren wir dann halt den Damage und kriegen halt immer mehr Schaden. Wäre natürlich sehr schön, wenn wir die Geisterachse so früh wie möglich auf Stufe 2 oder 3 bekommen, damit wir halt immer weniger Gegner töten müssen. Der Damage von der Waffe selber ist mir relativ latte, aber ich meine... Alle 14 oder 12 Gegner, ne? Ist halt krasser als... Ne, 12 ist gar nicht mehr... Doch, 12 ist 4, ne? Ne. Egal. Ich glaube, alle 12 Gegner ist das Maximum. Das ist halt schon besser. Und da haben wir unsere Axt auf 2. Was auch schon relativ viel bringt. Guck mal her. Also, das ist auch schon mal angenehm. Klar, ich könnte hier besser ausweichen und ich sterbe hier fast. Und dann ärgere ich mich wieder. Klar, klar, klar. Das könnte man... Damit könnte man jetzt argumentieren und so. Aber wenn ich mich nicht dumm anstellen würde... Und die Axt auch noch auf 3, also perfekt. Das hätte halt tatsächlich mit, zumindest mit der Axt auf 3 gerade nicht besser laufen können. Die Axt hätten wir auch schon früher auf 2 haben können. Aber das hier sind jetzt alles One-Shots. Wir haben ultra viel Attack-Speed natürlich wegen der 200%. Scheiße. Die sind nicht gewone-shottet. Das ist frech. Das ist natürlich ein Problem, ja. Wir haben aber, wir kriegen so viel Schaden. Das ist das größte Problem. Wir brauchen halt trotzdem... Rüstung. Wir lassen uns davon aber wirklich nicht demotivieren. Das hier ist der Plan. Wenn man hiermit nicht Stufe 5 schafft, womit dann? Ich meine, man könnte natürlich schon einen Charakter nehmen, mit dem wir es schon teilweise geschafft haben. Wobei wir, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war. Der Soldat, Paladin, General. Also der aus dem letzten Part,
Den hätten wir auf 4 ja so auch geschafft. Das muss man ja fairerweise sagen. Wir sind ja dann gegen Ende nur wegen der 2 Bosse gestorben. Und das müssen wir knacken. Sind wir gerade bei Welle 6 gestorben? Ich weiß es nicht. Wenn gleich die Fliegeviecher kommen, dann waren wir hier gestorben. Wir haben leider jetzt die Axt nicht so hoch wie vorhin. Das ist definitiv schon mal ein Nachteil. Wir haben dafür ein paar andere Sachen, die ganz nett sind. Aber nett ist der kleine Bruder von Manuel. Was ist der Unterschied? Ja, wir sterben hier schon wieder genauso. Ich renne halt auch überall rein. Das muss man zu der Verteidigung vor dem Spiel sagen. Also, man könnte auch Sachen besser dodgen, ne? Wenn nur noch 1 HP. Aber es ist einfach für mich. Was ich gerade festgestellt habe, was ein bisschen doof ist. Mein Charakter hat ja plus 100% Schadensmodifikation. Und das gilt aber auch hier. Wir sind ja jetzt bei 20%. Das heißt, wenn wir hier welche töten, dass wir das Upgrade hier... Jetzt sind wir 22%. Das heißt, wir kriegen sogar doppelt. Richtig cool. Aber das zählt auch für die negativen Sachen. Wenn wir also irgendwas nehmen, was uns Minus-Schaden gibt, dann kriegen wir halt auch 100% da drauf. Also bei 2%, 4%, 3%, 6% und sowas. Das ist schon schade. Damit habe ich eigentlich so nicht gerechnet. Das ergibt natürlich Sinn. Und jetzt sind wir wieder bei der berühmten Welle 6. Mal schauen, wie wir diesmal absahen werden. Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Abhalten. Mir fällt das Wort nicht ein, wie wir uns anstellen werden. Fertig, aus. Irgendein Wort gibt es damit ab. Aber mir fällt es nicht ein, außer ab, bing, bing, ab, ab, bing, bing, bing. Wir sind fast wieder tot. Klaus, wo rennst du hin? Aber ich überlebe sie. Nein, was mache ich denn? Ich überlebe sie doch nicht. Ich überlebe sie. Oh. Komm, easy überlebt. Okay, also wenn man Welle 6 schafft, habe ich gehört, dann schafft man alles. Welle 8 ist auch egal. Ich finde es ein bisschen traurig, wie langsam der Schaden hochgeht. Das gebe ich offen zu. Also wenn man bedenkt, wie viele Gegner ich hier töte. Ich müsste ja Schaden schon bei gefühlt plus 1 Billiarde sein. Das ändert natürlich nichts, dass ich in die Charaktere reinlaufe, ne? Aber es wäre schon schön, dass zumindest alles, was ich hitte, One-Shot wäre. Vielleicht sollte ich meine Range erhöhen. Ich überlege gerade, meine Range zu erhöhen. Ich weiß, dass es für Melee-Waffen ein bisschen mehr Cooldown bedeutet. Aber ich frage mich gerade, ob es das rentieren würde, wenn sie ein bisschen weiter wegfliegt und ein Ticken mehr tötet. Gerade bei dem Attack-Speed. Runde 8. Das wird natürlich... Ja, vor allem, wenn man so reinläuft. Oh, oh. Das Ding ist, wir one-shotten die Bosse nicht. Das ist schon mal ein Problem. Ich glaube, wir brauchen nur 2 Hits. Nur. Könnten aber auch 3 sein. Aber es sind zu viele. Ich vertraue diesem Bild nicht. Ja, irgendwie fühle ich das mit dem Einarmigen auch nicht. Deswegen würde ich noch gerne was Drittes testen. Und zwar würde ich gerne den Arzt ausprobieren. Nur Angriffstempo, wenn wir medizinische Waffen dabei haben. Aber wir haben vor allem LP-Regeneration und alles wird da verdoppelt. Deswegen würde ich da das gerne ausprobieren. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist, die Rüstungsmodifikationen werden um 50% verringert. Aber egal. Dann schauen wir mal, was der so kann. Ich meine, wenn wir nur Medizinwaffen haben, dann ist der Angriffsspeed, der Angriffstempo... Ja, scheiße. Falscher Artikel genommen, ne? So ein Ärger. Ach, Mann. Aber naja. Dann sollte das so passen. Wird schon irgendwie klappen. Wir gehen hier so voll in Max-LP rein. Also vom Angriffstempo ist echt top. Wenn wir nur Medizinwaffen behalten würden, sollte das eigentlich in Ordnung gehen. Die Frage ist natürlich, sind nur Medizinwaffen gut, ne? Aber ansonsten spielen wir den Charakter falsch, würde ich behaupten. Wir rennen einfach dann am Ende mit 6 solcher Pistolen auf Stufe 4 rum und dann müssen die uns halt carryen. Die heilen uns dann halt die ganze Zeit hoch, wenn wir Schaden kriegen. Wir müssen dann halt nur noch den Schaden reduzieren. Und das mit Hilfe von Rüstung, die 50% weniger wert ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja. Unser Damage ist nicht der beste. Das ist ein bisschen doof. Aber wenn wir getroffen werden, wir sind instant wieder voll. Guckt euch das an. Das ist krass. Und pro Runde kriegen wir hier 1 Waffe mehr. Das ist schon cool. Jetzt haben wir 4. Also ich nehme gerne immer mehr davon. Immer und immer mehr. Ich hätte auch eine Schere genommen. So ist es nicht. Aber wir können von mir aus auch nur Range spielen. Ich habe damit kein Problem. Um Himmels Willen. Das ist sogar angenehmer gegen die Range. Dann kann man sich auch voll auf 1 fokussieren. Also ich habe damit gar kein Problem. Wenn das Spiel mir die Runde geben will in die Richtung, nehme ich sie an und werde damit das locker easy machen. Und wir sind Welle 6 mit 6 Stück. Okay, das ist doch saucool.
Holy moly, ab jetzt können wir auch halt nur noch Upgrades kriegen dafür, wenn die nochmal da drin sind. Das heißt, mit ein bisschen Glück und so, und dann könnten... Ah, es wäre so geil, wenn wir uns auf Rüstung spezifizieren könnten ab jetzt. Ich würde... Welle 6 sind wir ja... Welle 8 wird halt auch interessant. Aber 6 war ja gerade eben der Struggle. Dann machen wir jetzt gleich mal noch... Also 6 ist gar kein Problem. Da, jetzt seht ihr, wie viel... Das Ding ist, wir heilen uns halt, ne? Aber das tun wir auch später beim Boss. Also es ist nicht nur unsere Lebensregeneration, sondern halt auch der Lifesteal von den Waffen. Aber das tun wir ja später auch. Nur wenn wir keine Rüstung haben, dann kriegen wir halt super viel Schaden. Da müssen wir dann super hart aufpassen, vor allem wenn wir nicht genug Schaden haben sollten. Welle 8 ist natürlich jetzt ein... Okay. Also ich meine, wir haben viele Attacks. Gegen einzelne Gegner sind wir tatsächlich ein bisschen besser. Wie ihr seht, haben wir auch eine Schere gefunden. Die können wir ja mit reinbauen, um Himmels Willen. Wir können ja die anderen Waffen dann upgraden. Es hat gegen Ende, das habt ihr jetzt nicht gesehen, auch ein bisschen an Schaden gefehlt. Aber da war es halt die Masse. Vielleicht reißt das dann die Schere für die Zukunft. Ich hätte nichts gegen 6-mal die Schießpistole hier, ne? Was auch sonst eine Pistole so machen kann, außer schießen. Aber oh, ich muss trotzdem aufpassen, ne? Man muss ein bisschen... Also ich heile mich super gegen, das ist kein Problem. Also wenn wir so AOE-Schaden kriegen, kein Problem. Aber ich sollte nicht in 40.000 Leute reinlaufen. Dann kriegen wir trotzdem ein Problem. Hier so, da haben wir eine Feuerkugel mitgenommen. Easy peasy. Also die Welle hier ist ganz entspannt. Aber klare Schwächen zu erkennen. Das Coole an den Scheren ist natürlich gerade, wenn man so außen rumläuft. So in dem Stil. Dass die Scheren einen halt immer gut verteidigen vor denen, die gerade in der Nähe sind. Weil die halt sonst nicht angreifen, ne? Das ist schon recht angenehm, wenn man da kann man schon schön im Kreis laufen mit. Das gebe ich zu. Das ist schön. Schade, dass sie nicht irgendwie noch HP dazu geben. Gut, dass wir den Baum da mitgenommen haben. Deswegen immer Bäume mitnehmen, Leute. Deswegen immer Bäume kaputt machen, auch im Real Life. Das hier ist ein sehr netter Shop mit einer Schere schon mal. Da freue ich mich gleich. Die Couch ist an sich auch lustig, aber ich habe keine Lust, 15% Tempo runterzubringen. Ich bin wirklich gespannt, ob wir nachher genug Schaden haben, weil hier den schmalen Grat zwischen... Wir brauchen halt auch ein bisschen Rüstung und so, aber wir brauchen halt auch Schaden. Und ja, ich will halt auch, wie gesagt, überleben zu finden. Ist gar nicht so einfach, wie ihr seht. Also hier stauen sich einige Gegner an. Also das ist krasser als der Samenstau bei mir manchmal. Ich glaube, wir sterben. Versuch Nummer 2 mit dem Charakter. Das hier ist ein interessanter Gegenstand. Plus 40 Ernte, du nimmst pro Sekunde einen Schaden. Da heilen wir uns ja gegen. Das ist kein Problem. Die Animation ist nur leider echt nervig, dass da jetzt immer ich aufblinke und einen Schaden kriege. Aber gut, da muss ich jetzt durch. Damit werden wir trotzdem gewinnen. Ist ja nicht so, dass ich es nicht gewohnt bin, die ganze Zeit im Sekundentakt Schaden zu kriegen. Ja, aber wir merken auch hier wieder, immer wenn mehr Gegner kommen, fange ich übelst an zu strugglen. Es ist sehr schwierig, die Gegner dann zu töten. Wir brauchen einfach mehr Schaden. Aber wir sind jetzt mittlerweile bei Welle 16 und bisher sieht es ganz gut aus. Die Welle hier liegt uns anscheinend auch ein bisschen. Jetzt kommen die ersten Bosse, aber hier kommen nicht so... 1000 Milliarden Gegner, ich nehme alles zurück. Okay, so kurz vor Ende geht es dann doch ein bisschen ab. Oh, eine Kiste. Die nehmen wir natürlich. Problem ist natürlich, dass wir an dem Baum da in der Mitte nicht so gut rankommen. Aber vielleicht können wir uns da jetzt so hinschleichen. Noch eine Kiste. Ich sag's ja nur immer wieder. Fällt alle Bäume. Es ist immer wieder bestätigt, ist das. Exoskelett. Das wollen wir doch mal gleich. Das sieht doch interessant aus. Dann überleben wir jetzt hoffentlich auch hier Welle 17 und so. Und wie ihr seht, wir kriegen mittlerweile plus 2 Schaden. Wir hatten nochmal so ein Ernteding gefunden. Und ob ich jetzt 2 oder 1 die Sekunde kriege, ich glaube, das macht den Braten nicht fett. Wenn es nur die bleiben würden, dann wäre das hier easy. Aber ich habe richtig Angst, dass wir hier sterben werden. Oh mein Gott, ich muss mich voll konzentrieren, Leute. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich glaub's nicht. Das war der Run. Hätten wir den überlebt, hätte ich's geschafft. Och Mann. Das ist gerade so schade. Das war ein richtig guter Run. Da bin ich nicht gut gelaufen. Hätte ich da das Exoskelett gehabt, wäre ich da, glaube ich, auch nicht gestorben. Mehr Rüstung, mehr Lauftempo und so. Verdammt. Versuch Nummer 3 dann jetzt. 50-Stunden-Video. Holla die Waldfee. Ich habe jetzt richtig oft und lange gespielt und wir sind endlich mal wieder bei Welle 18. Ich bin so oft bei Welle 17 gestorben. Ihr könnt mir das gar nicht glauben. Komischer Lektor. Der hat mir schon kurz das Herz in die Hose rutschen lassen. Wir müssen hier jetzt einfach nur überleben. Das Ding ist, ich habe vorher immer mit den Waffen, also mit den Pistolen versucht zu spielen und
jetzt habe ich mal Scheren mit eingebaut, weil die einen Ticken Rückstoß hatten und ich gedacht habe, okay, Phase 17 oder Welle 17, wir sind nicht bei Phase 10. Die ist immer, da kommen die immer so nah und ich komme von den Gegnern nicht weg, wenn ich nicht genug Tempo habe. Und vielleicht würde Rückstoß was bringen, weil es teilweise gibt es ja diesen Boxhandschuh. Oh, wir müssen hier mal kurz aufpassen. Jetzt sind es natürlich die Fernkampfangriffe, auf die wir ein bisschen aufpassen müssen. Oh, oh. Das Ausweichen rettet mir manchmal den Arsch. Nicht nur manchmal. Aber wir sterben hier. Oder? Komm schon, komm schon. Das war sehr lucky. Okay, Phase 19 war die schwieriger als 18. Ich weiß es nicht. Es hängt immer davon ab, wie viele Range-Dinger da sind, ne? Wir können hier natürlich mal mitnehmen. Ich verstehe auch immer noch nicht, wann oder wie die Sachen übrigens rot werden. Und ich weiß auch nicht, was das genau auslöst. Also die machen dann definitiv mehr Schaden. Das kann ich, glaube ich, frei heraus sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rennen! Okay, wir sollten nicht so lange stuck an einer Stelle sein. Einfach durchlaufen. Ich dachte, okay, vielleicht töten wir die Dinger da an der Seite, die da immer so ein bisschen stehen, diese Blumen. Aber die chillen eigentlich auch recht easy. Die chillen da und ballern halt nur ein bisschen rot auf der Seite. Ja, Phase 19 war immer, oder Welle 19, ja, da ist einer mit einem Artefakt, der rot am Leuchten ist. Das war tricky. Okay, Boss-Time, Leute. Boss-Time. Dann drückt mir jetzt die Daumen! Ich denke nicht, dass es sich lohnt, einen zu töten. Das hatten wir ja das letzte Mal schon. Wir versuchen einfach nur zu überleben. Wir haben auch gar nicht genug Schaden. Ich wüsste nicht mal, ob wenn es nur ein Boss wäre, ob wir den überhaupt kriegen würden. Da bin ich ganz ehrlich. Es ist natürlich ein bisschen doof hier jetzt gerade, dass die uns hier beschießen. Aber das Gute ist, solange keine roten Gegner kommen, haben wir, glaube ich, recht gute Chancen. Wir müssen abwarten. Ab Sekunde 5. Oh, wir kriegen hier viel zu viel Schaden. Oh, oh. Oh, guter ausgewichen. Nee. Von denen darf ich nicht getroffen werden. Ja, das ist viel zu viel. Scheiße. Und wir sind bei den Bossen angekommen. Es war eine lange, lange Zeit. Ihr seht hier rechts die Stats, wenn ihr die sehen wollt. Es war wirklich lange. Ich hatte sehr lange Probleme mit Welle 17, weil mir oft das Tempo gefehlt hat oder der Rückstoß oder so. Wobei ich mittlerweile ein bisschen mehr rausgefunden habe während des Spielens. Zum Beispiel, warum die Monster einen anstürmen ab Welle 16 oder so. Das sind andere, die das zaubern. Das hilft einem nur leider nicht immer, wenn man nicht immer an die rankommt. Aber ja, wir starten jetzt hier mit 2 Scheren, 4 Waffen zu den beiden Bossen. Und müssen hier 90 Sekunden überleben. Ich weiß nicht, was, ja, der beste Plan ist. Also, obviously sollten wir vor allem versuchen, den Sachen auszuweichen. Ich glaube, wir spielen einfach wirklich nur auf Zeit. Das Tempo könnte ein Ticken schneller sein. Die Sachen explodieren mir ein Ticken zu schnell. Vor allem die der zweite. Okay, der erste Boss, der zaubert nichts. Gut, jetzt sagt der eine, okay, was ist der erste, was ist der zweite Boss? Das ist ein gutes Argument. Wir haben leider gar keine Rüstung. Das ist das größte Problem. Wir müssen hier. Oh, oh, das sieht schon gar nicht mehr gut aus. Boah. Die Hitbox von dem Spiel ist, das muss man einfach sagen, die Hitbox von dem Spiel ist so super fair. Also, ich wurde schon so oft getroffen, wo ich dann doch nicht getroffen worden bin. Also da kann man sich in dem Spiel nicht drüber beschweren. Oh, oh. Aber ansonsten wird es jetzt schwierig. Boah. Oh, oh, ich bin abgerutscht. Okay, jetzt macht er das da. Da müssen wir halt einfach ein bisschen kiten. Gott, kommen wir hier durch? Das hätten wir nicht tun sollen. Egal, jetzt sind wir ein bisschen... 16 Sekunden noch, komm schon, Klaus. Dodgen, heilen. Ich bin gerade auf so vielen Gegnern, das ist so unfair. Komm schon, 5 Sekunden. Okay, ein noch. Komm schon. Komm schon. Ja! Ihr wisst gar nicht, wie lange ich hier dran gesessen habe. Oh mein Gott, dass wir es mit ihm schaffen, freut mich so sehr. Ich hatte es im Gefühl, dass wir es schaffen können. Alter, ich glaube, ich habe so viel. Ich glaube, 4 Stunden oder so und immer wieder die Aufnahme. Dann ab Welle 17 angeschmissen und so. Holy. Wir haben es geschafft. Sehr schön. 8 LP-Regeneration für den Verbandsgott. Das ist kacke. Wobei zum Schluss, ne, wenn man für Welle 20 ist, das fein.
Boah, wir hatten halt überhaupt keine Rüstung. Eieiei, aber das Ausweichen hat uns in den Arsch gerettet. 50% Materialien wird am Ende einer Welle in Max-LP umgewandelt. Und Items kosten Max-LP anstelle von Materialien. Hä, super interessant. Das ist interessant. Sehr, sehr interessant. Die Frage ist nur, ob es ja am Ende nichts ändert, ob das jetzt umgerechnet wird in eine andere Currency so gesehen. Wobei man, selbst wenn es nichts ändert, selbst wenn der Kurs irgendwie perfekt ist und so, dass man am Ende sagt, okay, irgendwie hat das nichts geändert, muss man ja nicht kaufen. Dann könnte man zum Schluss mehr Max-LP haben. Ja, keine Ahnung. Ich finde das interessant. Den werde ich mir sicherlich angucken. Dann sehen wir hier, was uns noch an Fortschritt fehlt. Das meiste sind tatsächlich Siege. Einfach mit irgendwem. Angefangen mit dem Normalo. Also alles ab hier sind nur noch Siege mit wem, weil ich halt immer die nächste Schwierigkeitsstufe mit einem neuen Charakter versucht habe. Und 4 Stück fehlen mir noch. 200 Ernte, 60% Ausweichen. Das wundert mich. Hätte ich gedacht, hätte ich schon ein paar Mal gehabt, weil das ja Maximum ist. 50% Tempo, das hatte ich auf keinen Fall bisher. Und 3000 Materialien sowieso nicht. Aber das sind Sachen, die kann man natürlich auf der Null super easy holen. Vielleicht sogar alle zusammen. Nee, alle zusammen nicht, aber vielleicht 2 zusammen. Aber ja, liebe Leute, ich würde dann an der Stelle sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war sehr schön für mich. Das war wirklich eine Herausforderung. Es macht ultra Spaß, in dem Spiel einen Ticken besser zu werden, mehr zu verstehen und auch langsam die Fortschritte zu machen, dass man sagt, okay, bei Welle 17 habe ich das Problem, dann versuche ich das dahin zu optimieren, aber nicht nur all in Welle 17, weil ich muss ja auch Welle 18, 19 oder 20 dann überleben, gerade mit den 2 Bossen. Das war echt heavy. Wir hatten ein bisschen Glück, aber man braucht halt auch manchmal ein wenig Glück. Falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch Kanalmitglied werden. Das Ganze gibt schon ab 1 Euro und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.